Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Fallen. Wir sind immer noch in Bastengar und haben noch zwei Botenquests, die wir erledigen müssen. Oh, guck mal, nochmal eine neue Quest von Apfelkern. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt tot. Ich weiß jetzt, dass ich auch Menschen helfen will. Also, ich muss ein Ritter werden. Gutes tun. Anderen helfen. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Aber ich will den Ritter nicht auf die Nerven gehen. Wenn du weißt, wie ich mich ihnen anschließen kann, sag es mir bitte. Da ist ein Rekrutierer. Ein Ritter im Lager sucht nach Leuten, die bereit sind zu trainieren. Und ich will trainieren. Danke. Ich werde mich mit ihm treffen. Na gut. Mach du das. Haben wir die zweite gefunden. Fehlt nur noch jemand. Die Frage... Oh, was ist da? Ah, wahrscheinlich so ein... Es leuchtet genau wie der Gauntlet. Das sieht gefährlich aus. Oder mächtig. Vergiss es. Du bist nicht mächtig genug. Finde zuerst mehr Splitter. Na gut. Ich kann es kaum erwarten, wieder unter der Sonne zu laufen. Die Frage ist halt, wer ist denn der dritte Rekrut? Und wo finde ich den? Das ist halt eine gute Frage, ne? Ah, da wird's angezeigt. 180 Meter nach oben. Jetzt mal wieder umdrehen. Wir werden das schon irgendwie finden. Glaube ich. Nee, es ist immer noch nach oben. Alles ist in Ordnung. Ich wünschte, wir hätten Ihnen ein ordentliches Begräbnis gegeben. So, hier irgendwo ist der letzte Rekrut. Irgendwo in diesem Gebiet. Die Flüchtlinge halten die Schlange auf. Hier ist nichts. Gleich hier unten. Maybe. Das haben wir schon abgehört. Nee, hier ist nichts. Ist denn der dritte Freiwillige? Verdammt gute Frage. Vielleicht hier im Kriegsraum? Das könnte natürlich sein. Ja, guck mal. Könnte ich kurz mit dir sprechen? Ich grüße dich. Du trägst den Gauntlet. Ja. Mein Sohn glaubte an die Macht des Artefakts. Er folgte der Schwester der Kommandantin Valerie in die Schlacht. Er starb für sie. Das tut mir leid. Mein Mann ist schon vor ihm gestorben. Der Name McGavick wird mit mir sterben. Wie meine Erinnerung an sie. Wenn ich irgendetwas tun kann... Bitte. Leg diese Blumen auf sein Grab. Mein Sohn würde sich freuen, wenn er wüsste, dass der Träger des Gauntlet ihn ehrt. Viele hier verachten mich. Er ist dein Sohn. Du solltest ihn ehren. Wir alle müssen Vergebung lernen. Du kannst uns auf diesem Weg helfen. Ich werde ihm später meine Aufwartung machen. Ich flehe dich an. Nimm die Blumen. Leg sie auf seine Ruhestätte. Ja, okay. Ich werde wiederkommen. Das ist nicht, ja, also die ist im Rollstuhl. Die wird nicht als Rekrut durchgehen. Haben wir die Ich habe heute Morgen einen Befehl gegeben. Ich habe dafür eine routinemäßige Neuzuweisung der Patrouille. Aber einer der Ritter sah mich an, als hätte ich gerade seine... Sie hatten keine Chance gegen die Königin und den Wächter. Die Königin zeigte kein Erbarmen mit denen, die sich dem Worte Telos widersetzen. Es gelang ihr jedoch nicht, sie vollständig zu vernichten. Es gab Überlebende. Und sieh mal, sie haben sich in die Berge zurückgezogen, in den Untergrund.
und sind bis hierher gelangt. Die Bilder hier wurden von den Überlebenden gemalt. Aber warum? Hatten sie nicht etwas Besseres zu tun? Ich glaube, sie haben es für die Nachwelt getan. Wären sie zuvor gestorben, würde sich niemand an ihre Geschichte erinnern. Ja. Okay. Ich frag mich immer noch, wo der dritte Rekrut steckt. Weil hier hinten irgendwo. Nee, da ist wieder der Grabwächter. Vielleicht du. Gibt es eine Möglichkeit, ja, den Rittern beizutreten? Oder einen Mann zu beeindrucken? Tut mir leid, dumme Frage. Ich wünschte, wir könnten einfach wieder ein normales Leben führen. Aber gibt es eine Möglichkeit, den Rittern beizutreten? Und sprich nicht mit meinen Geschwistern darüber. Da ist ein Rekrutierer. Ein Ritter im Lager ist auf der Suche nach Rekruten. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Ich muss ihn verpasst haben. Aber das kann sich ändern. Ich danke dir. Sehr gerne. Wir reden später. Erstattermajor Bericht. Ah, guck mal, das haben wir auch gleich erledigt. Mit der die Bitte einer Mutter. Dann können wir das auch gleich abgeben. Gehen wir zurück in den... Nee, das ist nicht der Kriegsraum. Falsche Tür. Warum dauert es so lange? Hier ist der Kriegsraum. Ah, oh, warte. Ah, nee, das ist nochmal eine Geschichte. Das interessiert mich jetzt nicht so. Hast du die Blumen auf das Grab meines Sohnes gelegt? Das habe ich. Sie sahen wunderschön aus. Ich danke dir. Das macht mich glücklich. Die Leute werden sehen, dass du, der Träger des Gauntlet, dich um uns alle kümmerst. Cool. War das erledigt? Du und dein Verbündeter... Ich habe keine Verbündeten. Du hast bei der Verwendung deines Amuletts 10 Sekunden lang eine kleine Flächenheilung für dich und deinen Verbündeten. Das ist was Goldenes, das könnte ich natürlich herstellen. Weil, ja, aber mir fehlt wieder die Dale-Rebe. Ach, scheiße. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich die Dale-Reben kriege. Ich weiß es, ich muss das mal googeln, woher man die Dinger kriegt. Das wäre nämlich noch verdammt gut zu wissen. Ja. Erstatten wir erstmal dem Major Bericht. Störe nicht, schön. Dieser Schmerz jemals aufhören? Nee, das wird nicht aufhören. Niemals. So, einer schön da. Unten. Guck mal, die sind sogar schon hier. Wir haben ihr Überleben gesichert. Oder ihnen zumindest eine gute Chance gegeben. Oh. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Da oben ist halt unser Händlerfreund. Du fragst dich vielleicht. Willkommen. So, kann lass uns handeln. Keine Zeit zu reden. Die komm, Köche komm. Von Leicester suchen heutzutage nach... Das kaufe ich gern. Hast du zufällig Gewürze oder Räucherwerk? Nee, habe ich nicht. So, jetzt haben wir noch eine Quest offen. Gefallene Ritter. Das ist schon ein gutes Stück entfernt, ja? Verdammt weit weg, hä? Ist schon verdammt weit weg. Wir laufen erstmal dahin. Pass auf, wo du hintrittst. Die Gefallenen haben ihren Frieden verdient. Nie einfacher. Ah, ich guck schon, wo ich hintrete. Mach dir keine Sorgen.
Ich trete da schon nicht auf ein Grab drauf oder so. So, gehen wir hier eins hoch. 5 Ritterembleme. Der muss einfach die Leichen finden, oder? Das wird es wohl sein. Hier oben mal. Ne, hier geht's ja gar nicht durch. What the hell? Ne, nach unten geht's. Aber. Huh. Vielleicht da? Wir erwarten, dass unsere Speere nicht brechen, wenn so ein Ding kommt? Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, ehrlich gesagt. Richtig. Hey, ich habe etwas für dich. Ist egal. Was, verfluchter Gauntlet? Ich werde euer scheiß Leben retten. Ach, so frech. So, hebt das Ding mal an. Ich muss gucken, ich habe nämlich ein Match, ich habe noch ein Turnier in Hearthstone. Muss ich mal gucken, gegen wen ich das spielen muss. Ah. Okay, also gehen wir erstmal noch hoch, holen uns die Belohnung. Was haben wir hier? Nichts. Sehr schön. Ah, hier ist noch eine Truhe. Lol. Gar nicht gesehen, das gute Ding. Goldener Schutz. Erschaffe eine... Ja, nee, brauche ich nicht. Aber ich frage mich immer noch, wo ich denn jetzt durch muss. Und hier geht's effektiv nicht weiter. Wir erwarten, dass unsere Speere nicht brechen, wenn du ein... Sammel... Ah, guck mal, das ist einfach hier in dem Gebiet irgendwo, oder was? Und wie weiß ich denn, was ein Ritteremblem ist, oder wie die aussehen? Da hinten leuchtet was. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Ritteremblem ist. Oder doch? Altes Emblem. Ah, guck mal. Die sind überall verteilt. Oh, Jesus. Okay. Dann machen wir das aber im nächsten Part. Es wird schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Denke ich jetzt mal, oder? Ja, ist schon... ordentlicher Weg jeweils. Da drüben ist aber schon das nächste, ne? Oh, noch eine Truhe. Turnier... Nee, das ist... Oh, das ist der Grabwächter. Ach, fuck. Es danke, dass du mir hier geholfen hast. Habe ich. Hier ist... Ich danke dir. Ja, okay. Wir machen den Rest im nächsten Part. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.